Jo Leute, was geht ab heute zu der Borussia Dortmund Karriere? Und auf jeden Fall, wir simulieren heute zwei Spiele. Danach gehen wir in diesen Monat und danach spielen. Macht zu! Und das war natürlich eine Riesenchance aus dieser Distanz. Ecke kommt ins Zentrum. Blocken Sie den Ball gerade noch ab. Wir freuen uns heute auf ein, kann man das sagen, in dem Fall schon, denke ich. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Sie machen das Tor, optimaler Start, früher Chance den Ausgleich zu machen, Chance wieder reinzukommen in dieses Spiel. Glück im Unglück, es gibt zwar den Elfer, aber keinen. Klasse, hält den Elfer, super reagiert von... Ja, energischer Vorstoß. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut, hingeächtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Erling Haaland. Das macht er gut. Das muss es sein. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf das Viertelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb. Mares. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Kurze Flanke jetzt. Er ist da und hat den Ball. Große Frage ist ja immer, wie geht man in so ein Viertelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League? Ist noch nichts. Wir können das also bisher nur als Spekulation behandeln. Macht er das Tor? Das Tor volle genommen. Ganz starke Szene. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt nochmal kommen. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Er schießt hier ein Eigentor. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Zweiten, also gegen Leipzig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minimum ist Sancho da. Rückspiel aus dem Viertelfinale. Borussia Dortmund gegen Manchester City. 1:1. Könnte so ein Spiel werden, in dem die Auswärtstore eventuell eine Rolle spielen. Es wird auf jeden Fall spannend. Remy im Sieg bei ihm bedankt. Was für ein Hechtsprung! Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Volley genommen, kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. So, Ecke kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Gut den Ball verteidigt. Rodri. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Kurze Ecke jetzt. De Bruyne, das muss es doch sein. Der Schuss war lange unterwegs und deshalb nicht so schwer für den Keeper. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Okay. Das ist bisher. Und damit sind wir wieder drin. Das ist gar nicht gut, Leute. In diesem Wolf-Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League, das bisher wirklich einiges zu bieten hatte. João Cancelo. Ballverlust durch Bernardo. Hummels. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Er zieht ab. Gehalten. Ederson macht die Chance zunichte. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Schöner Volley-Schuss. Die Ball drin.
Der neue Spielstand ist 2-1. Weiter geht's. Sterling sieht, da ist Platz auf außen. Flanke von Sterling. Gut dazwischen gegangen. Bernardo. Ball jetzt zurück zu Mahrez. Da geht er vorbei. Ball kommt. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Weiter diese Szene. Immer noch gefahren. Alisson verhindert das Tor aus nächster Nähe. Was für ein sensationeller Reflex. Jetzt kommt der Wechsel. So, die kurze Variante. Die Hereingabe kommt flach. Gut, wie er den Ball abblockt. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Vielleicht die Konterchance. Oh, das könnte was werden. Nach wie vor lebt diese Chance. 5 Worte. Was für ein Tor, Buschi. Tja, Wolf, ein paar Worte mehr. Ein absolut perfekter Konter. Blitzschnell nach vorne und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein Wort. Klasse. Es geht weiter in diesem Spiel. Neuer Spielstand insgesamt 3-1. Der Angriff am Ball Raheem Sterling. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da muss er aufpassen. Gefährlich, keine gute Aktion. Das könnte sogar rot geben. City jetzt also mit einem Mann weniger. Macht es für sie natürlich nicht einfacher. Ja, da hast du recht. Jetzt geht es darum, gut organisiert zu arbeiten, um das, diesen Platzverweis irgendwie zu kompensieren. Gündogan kommt rein. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Erling Haaland. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Joao Cancelo. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Sterling mit der Chance. Ein tolles Tor. Absolut, Wolf. Das war überragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. So, in Addition heißt der Spielstand nun also 3-2. Bernardo. Joao Cancelo. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Riesenchance. Unglaublich, kein Tor. Alisson ist da. Alisson macht zu. Den haben viele hier schon drin gesehen. Sensationelle Parade. Das machen sie gut. De Bruyne hat einige Optionen. Alfredo Morelos. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Er hält den Ball. Es bleibt bei dieser knappen Führung. Mit einer Glanzparade. Super Szene. Sie wissen, bei wem sie sich bedanken können. Ecke kommt rein. Das war kein guter Kopfball, klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut, sind dicht an ihm dran, den Konter kaum besser machen. Ball wird abgefangen. Jetzt geht vielleicht was für Man City. Ah, da musste er doch eigentlich den Ausgleich machen. Aber der Torhüter hat was dagegen. Riesenreflex. Erling Haaland. Laporte ist da. Abpfiff in diesem Rückspiel. Sieger dieses Duells ist Borussia Dortmund. Der